Guten Abend zur Pressekonferenz nach der Partie Krefeld-Pinguine gegen die Schwenninger Wild Wings, dass die Krefeld-Pinguine 3:1 gewinnen. Auf meiner linken Seite der Gästecoach Pat Cortina, auf meiner rechten Franz Fritzmeier. Der Gästecoach, bitte. Schönen Nachmittag von meiner Seite. Glückwunsch, Franz und die Krefeld-Pinguine zum Sieg heute. Ganz einfach, wir waren nicht bereit. Wir waren zu passiv. Wir haben keine Zweikampfsituationen gewonnen. Wir waren nicht stark mit Scheibe. Nicht stark vor unserer Tour. Wir waren nicht bereit und Krefeld war bereit. Und you know, they took advantage of the situation, the fact that we weren't ready. They scored two goals, and then it's nicht so einfach when you're behind two goals. So that's pretty simple assessment, but that's the way it is. Vielen Dank, Franz, dein Statement. Ja, von meiner Seite schönen guten Nachmittag und danke, Pat. Ich denke, wir haben sehr gut angefangen heute, hatten eine sehr gute Balance, sind sicher gestanden in der eigenen Zone, in den wenigen Situationen im ersten Drittel, wo wir da auch waren im Vergleich zu Freitag, haben das gut gelöst, waren nah am Mann, waren sehr zweikampfstark. Wir haben aus einer sicheren Defensive agiert und haben dann vorne auch die beiden Tore gemacht, was natürlich sehr wichtig war und uns Rückenwind gegeben hat. Anfang vom zweiten Drittel wurde dann Schwenning ein bisschen stärker, wo haben wir dann aber auch gut dagegen gehalten. 3-0 nachgelegt und ja, insgesamt mit einer sehr soliden und sehr starken Mannschaftsleistung das Spiel, denke ich, dann auch verdient gewonnen. Danke. Gibt es Fragen der Pressevertreter? Eine Frage nach der Veränderung der Sturmreihen. Ja gut, Christian Kretschmann war am Freitag nicht 100% fit, hat dann nicht so viel Eiszeit gehabt. Und Hauner war nicht jetzt so stark am Freitag wie in Köln und deswegen die Entscheidung zum Wechsel. Ist da Umicevic in dieselbe Verletzung wieder aufgetreten? Eine Frage nach Umicevic. Ja, ist dieselbe Verletzung. War das zu früh oder am Freitag oder hat er grünes Licht von allen? Ist Umicevic zu früh zurückgekommen? Anscheinend, weil es war natürlich, wir haben mehrmals medizinische Ärzte haben grünes Licht gegeben, Physio haben grünes Licht gegeben, wir als Trainer haben nach dem Pre-Game-Skate noch mehrmals nachgefragt, ob es denn auch wirklich geht. Im Endeffekt, bei der Verletzung kann es nur der Spieler wirklich spüren, kann er antreten oder nicht. Also im Training ganz normal aus, aber ähnlich wie es bei Marco Rosa am Anfang von der Saison war, hat es dann im Spiel bei einem Antritt wieder gezogen und ja, leider war es dann wohl zu früh. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanken wir uns bei 3.276 Zuschauern. Sehen uns hier zum dritten Heimspiel in Folge wieder am Freitag gegen Straubing um 19:30 Uhr. Einen schönen Restsonntag. Auf Wiedersehen.